Das Gerät wird durch Drücken der grünen OK-Taste für 3 Sekunden eingeschaltet. Nach erfolgreichem Einschalten führt das Gerät folgende Aktionen durch. Das Display zeigt den Startbildschirm und die Softwareversion. Danach werden die Alarmelemente angesteuert und es erfolgt ein Selbsttest. Anschließend werden Informationen zu eingestellten Intervallen für beispielsweise den Anzeigetest oder eine Justierung angezeigt, gefolgt von den Alarmschwellen und weiteren sensorbezogenen Informationen. Sobald die gelben LEDs aufhören zu blinken und alle Messwerte dauerhaft im Messbetrieb angezeigt werden, ist das Gerät messbereit. Dieser Zustand wird nach kurzer Zeit erreicht. Leuchtet im Messbetrieb die grüne LED oben am Gerät regelmäßig auf, ist das Gerät messbereit. Leuchtet die LED gelb, befindet sich das Gerät in einem Sonderzustand. Dies ist der Fall, wenn die Sensoren noch nicht messbereit sind oder wenn sie ein Menü betreten. Auch Fehler werden mit der gelben LED signalisiert. Statusinformationen finden Sie am oberen Rand des Displays. Dort werden die Uhrzeit, der Batteriestatus und, sofern aktiviert und zutreffend, die Gültigkeit des Bump-Test-Intervalls angezeigt. Das Gerät verfügt über mehrere Menüs. Quick-Menü. Für den schnellen Zugriff ohne Passwort auf ausgewählte Funktionen. Das Menü wird über 3-mal Drücken der linken Taste erreicht. Info-Menü. Das Menü wird über 3-mal Drücken der rechten Taste erreicht. Passwort-Menü. Das Menü wird über ein langes Drücken der linken Taste erreicht und erfordert eine Passworteingabe. Im ausgeschalteten Zustand können Sie ein weiteres Menü über das Drücken der blauen Taste aufrufen. Im Info-Off werden die Sensorbestückung mit den eingestellten Messgasen, der jeweilige Messbereich und der Batteriezustand angezeigt, ohne dass das Gerät gestartet werden muss. Das Menü wird durch Zeitablauf oder durch erneutes Drücken der blauen Taste beendet. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig beide Tasten so lange, bis der angezeigte Countdown abgelaufen ist. Das Gerät wird auch beim Einlegen in die Ladeschale automatisch abgeschaltet. Kurzzeitig werden der optische, akustische und Vibrationsalarm aktiviert, wodurch das Ende der Abschaltfrequenz angezeigt wird. Eine Frischluftjustierung ist erforderlich, wenn die angezeigten Werte von 0 oder bei Sauerstoff von 20,9 Volumenprozent abweichen. Führen Sie eine Frischluftjustierung nur durch, wenn sichergestellt ist, dass das Gerät von frischer, also schadgasfreier Luft umgeben ist. Um eine Frischluftjustierung durchzuführen, öffnen Sie das Quick-Menü durch dreimaliges Drücken der blauen Taste. Navigieren Sie anschließend mit der blauen Taste zur Funktion mit dem Flügelrad und lösen Sie die Frischluftjustierung mit der grünen OK-Taste aus. Das Gerät zeigt an, sobald die Werte OK sind. Nachdem die Frischluftjustierung ausgeführt wurde, bestätigen Sie diese. Die Frischluftjustierung kann ausgeführt werden, sobald alle Sensoren die dafür benötigte Einlaufzeit beendet haben. Um das Infomenü aufzurufen, drücken Sie die rechte Taste 3-mal. Im Infomenü können verschiedene Informationen aufgerufen werden. Dazu zählen allgemeine Informationen zum Gerät, wie zum Beispiel Sachnummer und Serialnummer, Informationen zur Bluetooth-Zulassung, die Spitzenwerte der Gasmesswerte und, sofern vorhanden, Informationen zu vorliegenden Warnungen und Fehlern. Viele Warn- und Fehlercodes sind durch sprachfreie Icons ergänzt, die den Code näher beschreiben. Weitere Informationen zu Warnungen und Fehlern finden Sie im technischen Handbuch des Gerätes. Diese finden Sie auf der Produktseite des Gasmessgerätes unter www.draeger.com/ifu. Das passwortgeschützte Menü erreichen Sie über langes Drücken der blauen Taste. In dem Menü können Sie unter anderem eine Mischgasjustierung auslösen. Bei dieser Justierung nehmen nur die ausgewählten Sensoren teil, welche Sie über die PC-Software CC Vision definieren können. Zusätzlich können Sie im Menü Einzeljustierungen der Sensoren starten, Uhrzeit und Datum einstellen und, sofern aktiviert, die Bluetooth-Funktion ein- bzw. ausschalten.
Die Navigation erfolgt identisch zum Quick-Menü. Für alle Menüs gilt: Erfolgt keine Aktion im Menü, wechselt das Gerät nach kurzer Zeit zurück in den Messbetrieb. Um das Passwort und Quick-Menü zu beenden, wählen Sie das Menü verlassen-Icon aus.